Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zum 8-Bit-Computer. Heute schauen wir uns die Subtraktion und negative Zahlen im Binärsystem an. Und ihr wisst das wahrscheinlich, aber eine Subtraktion ist nichts anderes als eine Addition mit negativem zweiten Summand. Heißt, wir müssen einfach die zweite Zahl negativ machen und dann können wir einfach durch Addition einfach subtrahieren. Und wir schauen uns daher auch an, wie negative Zahlen dargestellt werden können im Binärsystem. Dazu schauen wir uns einfach mal an, wie es im Dezimalsystem funktioniert. Und da gibt es tatsächlich einen Weg. Und zwar mit dem Vorzeichen. Genauer gesagt, dem Betrag und Vorzeichen. Das heißt, wir haben die Zahl aufgeteilt in zwei Teile. Und zwar haben wir einmal Vorzeichen als Plus oder als Minus. Dann haben wir eben eine 5 dahinter, jetzt beispielsweise nur als Betrag. Dann haben wir eben plus 5z ist gleich 5z und minus 5z ist minus 5z. Also wir können quasi einfach sagen, das ist positiv, das ist negativ. Und das, wenn wir das jetzt verrechnen, also 5z plus minus 5z, dann kommt natürlich 0z raus und z steht natürlich immer für das Dezimalsystem. Und das ist der Weg, den wir haben. Ja, so funktionieren negative Zahlen im Dezimalsystem. Im Binärsystem wird es ein bisschen komplizierter, denn da haben wir tatsächlich drei Wege, um negative Zahlen darzustellen. Der erste Weg wäre natürlich wieder mit Vorzeichen. Ein anderer Weg wäre das Einerkomplement und eben auch das Zweierkomplement. Und die drei werden wir uns einfach mal anschauen. Und schauen uns an, inwiefern sie dann auch funktionieren, indem wir einfach die Rechnung wieder wie vorher durchführen. Also wir rechnen einfach 5 minus 5 und dann schauen wir, ob da wirklich 0 rauskommt. Wir beginnen wieder mit dem Vorzeichen, mit dem Betrag und Vorzeichen. Und da haben wir wieder 3 Bits für die Zahl. 101 ist eben eine 5 in Binär. Und als Vorzeichen nehmen wir einen einzelnen Bit. 0 heißt positiv. Und 1 heißt negativ. Das heißt, wir haben hier quasi 0101 ist eine positive 5 und 1101 wäre eine negative 5. Jetzt verrechnen wir das mal und achtet erstmal nicht auf die Sachen hier links und da oben. Also wir fangen natürlich an mit 1 plus 1 und da kommt natürlich 2 raus. Das heißt, wir schreiben die 0 hier hin und die 1 da oben hin. 1 plus 0 plus 0 ergibt natürlich 1, das schreiben wir einfach hin. Dann 1 plus 1 ergibt natürlich wieder 2, 0 hinschreiben, 1 weiterführen. 1 plus 0 plus 1 ist wieder 2, wir schreiben 0 hin und führen die 1 weiter. So, das hier links interessiert uns nicht, weil wir im Grunde hier nur mit 4 Bits arbeiten. Also beispielsweise jetzt bei unserem Computer werden es natürlich 8 Bits sein, aber ihr seht, wie das funktioniert. Das heißt, wir lassen den Addierer einfach absichtlich überlaufen, sodass eben eine kleinere Zahl herauskommt. Allerdings kommt eben 2 raus und eben natürlich den Carry. Heißt, es funktioniert nicht ganz. Ja? 5 plus minus 5 ist 2 laut diesem Rechner, was natürlich völliger Quatsch ist. Daher schauen wir uns eine weitere Möglichkeit an, das darzustellen, und zwar mit dem sogenannten Einerkomplement. Dabei werden einfach sämtliche Bits negiert, das heißt ins Gegenteil verschoben. Und dann haben wir eben die positive 5, 0101, die wird negiert und daraus kommt 1010 heraus. Und das können wir jetzt wieder durchführen, wir können es wieder addieren. Und dann kommt Folgendes raus. 1111. Ja, das scheint nicht ganz zu funktionieren. Tatsächlich tut es das, weil nehmen wir mal an, wir nehmen die 0 und sagen, wir wollen eine negative 0 haben. Dann werden sämtliche Bits negiert. Wir haben 0, 0, 0, 0 und daraus wird eben 1, 1, 1, 1. Also für eine 0 haben wir im Einerkomplement einfach zwei Werte. Wir haben eine theoretische positive 0 und eine theoretische negative 0. Das ist auch eine Redundanz, ja? Also eine Mehrfachnennung, eine Wiederholung. Und die kann zu Problemen führen, wenn es bei der Rechnung beispielsweise zu einem Vorzeichenwechsel kommt. Dann ist die Zahl einfach entweder zu groß oder zu klein. Daher sollte man die möglichst vermeiden.
Und dann kommt das Zweierkomplement ins Spiel, indem man einfach einen weiteren Schritt hinzufügt. Die Bits werden negiert und 1 wird addiert. Also wir haben hier wieder die 5, also 0101 in Binär, wird einmal negiert, dann haben wir 1010 und dann fügen wir eben noch 1 hinzu, dann haben wir 1011. Und 1011 ist jetzt minus 5. Wir nehmen das mal und berechnen es wieder. Ihr könnt wieder links erstmal ignorieren. Wir haben 1 plus 1 ist natürlich 2. Schreiben 0 hin, führen die 1 weiter. 1 plus 0 plus 1 ist natürlich 2. 0 hinschreiben, 1 weiterführen. 1 plus 1 plus 0 ist 2. 0 hinschreiben, 1 weiterführen. Und 1 plus 0 plus 1 ist wieder 2. 0 hinschreiben, 1 weiterführen. Und das hier ist wieder unser Carry. Aber diesmal kommt auch wirklich die 0 raus. Gut. Also wir müssen jetzt irgendwie die ganzen Bits negieren, aber am besten nur so, dass wir auf Anweisung quasi sagen können, dass subtrahiert werden soll. Ja? Also die Addition von 1 ist relativ einfach. Wir können einfach im untersten Bit einfach den Carry einfügen und damit eben die Zahl um 1 erhöhen. Aber die Negierung ist ein bisschen schwieriger. Und zwar, wie kann man mit zwei Eingängen negieren? Wir haben ja das Mod Gate, aber das hat nur einen Eingang. Allerdings gibt es ein Logic Gate, das ziemlich gut dafür geeignet ist. Und zwar, wie ihr schon seht, das wird das XOR Gate. Also wir haben hier einmal B und einmal C und einmal O. B ist quasi unser gewöhnlicher B-Input, also der zweite Summand, den wir verrechnen wollen. Und C ist quasi, ob subtrahiert wird oder nicht. Und 0 ist natürlich nein, es wird nicht subtrahiert, es wird einfach addiert. Und mit 1 heißt, es wird subtrahiert, das heißt, die Zahl muss umgedreht werden. Wenn beide 0 sind, das heißt, B ist 0 und C heißt, es wird nicht negiert, dann kommt einfach eine 0 raus. Wenn wir sagen, B ist 0, aber es soll negiert werden, dann kommt logischerweise eine 1 raus. Wenn wir sagen, B ist 1 und C sagt nicht negieren, wo ist es? C sagt nicht negieren, dann kommt eine 1 raus, ganz gewöhnliche Ausgabe. Und wenn B 1 ist und C sagt, negier mal bitte, dann kommt eine 0 raus. Wir haben es also mit einem XOR-Gate zu tun. Und das müssen wir jetzt einfach implementieren. Dazu gehen wir wieder rüber, hier zu unserer ALU, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Und ich muss da mal kurz rüber gehen. Da haben wir unsere ALU. Und jetzt müssen wir einfach vor jedes dieser Adder ein XOR-Gate hinzufügen, wo jeder B-Input quasi und jeder SU-Input reingeht. Heißt, wir löschen hier mal alle Bs. Oh, das war ein A. Wir gehen einfach hier lang und sagen überall bei den Bs einfach die Inputs löschen. Und dann fügen wir hier dieses A4 hinzu. Das habe ich natürlich versehentlich gelöscht. Jetzt nehmen wir hier diese XOR-Gates und packen die mal dazwischen. Hier ist ein bisschen eng, aber ansonsten sollte es eigentlich ganz gut passen. Vor jedes dieser Bs packen wir einfach ein XOR-Gate hin. Und dann verbinden wir das jeweils einmal mit einem B und einmal mit dem C bzw. unserem zukünftigen SU. So, das letzte hier. Dann verbinden wir natürlich hier die Outputs dazu. Und da haben wir das letzte. Jetzt gehen wir hier zum SU und verbinden das zu einem der beiden Inputs vom XOR-Gate. Wir gehen hier einfach entlang. Und das war's auch schon. Dann gehen wir zu unseren B-Inputs. Da ist tatsächlich der Name weg, aber das erkläre ich gleich. Keine Sorge. Hier haben wir B16, B8, B4, B2 und B1. So, gut. Also, wir haben jetzt hier unsere verbesserte ALU sozusagen, die auch Subtraktion durchführen kann.
Wir geben mal einfach ein 13 mal wieder. Und da kommt auch wirklich noch 13 raus, also es funktioniert auch noch. Jetzt sagen wir subtrahieren. Heißt, wir sagen, wir nehmen hier die oberste Zahl 0 minus 13. Und da kommt natürlich minus 13 raus. Aber passt auf, wir haben hier nämlich jetzt diesen Bit, der sagt minus 128. Ja? Das heißt, das hier, der oberste Bit, ist tatsächlich die nächsthöhere Zahl, aber im negativen Sinne. Das ist ein Vorteil im Zweierkomplement. Man kann einfach so sagen, ja, das ist die höchste Zahl, das ist negativ. Und dann addieren wir einfach wieder drauf. Also wir haben minus 128 plus 64. Da kommt natürlich minus 64 raus. Dann plus 32. Das heißt, wir haben minus 32. Hier wieder minus 16. Dann minus 14 und minus 13. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Und jetzt können wir uns auch mal einen Vorzeichenwechsel mal anschauen. Also wir sagen mal hier 6 minus, machen wir wieder 13. Also 6 minus 13, das ist natürlich minus 7. Und dann schauen wir es uns wieder an. Wir haben minus 128, dann minus 64, minus 32, minus 16. Dann haben wir minus 8 und die 1 ist noch an, also minus 7. Und das funktioniert auf jeden Fall. Das heißt, wir haben im Grunde eine fast vollständig funktionierende ALU. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache hinzufügen, und zwar die Ausgabe. Ja? Also wir brauchen hier eine gewisse Ausgabe und zudem müssen wir überprüfen, ob die Zahl negativ ist. Das brauchen wir natürlich für unser Flaggenregister, was wir zu einem späteren Zeitpunkt noch bauen werden. Das heißt, wir müssen hier noch ein paar Sachen hinzufügen, und zwar einen Knopf. Und zwar sagt der SO, ja, also Sum Out oder Summe ausgeben. SO, so. Und das müssen wir verbinden mit quasi jeder Summenausgabe hier. Und danach geht das erst zu den Lampen hin. Damit können wir eben steuern, ob die ALU auf dem Bus draufschreibt oder nicht. Und dann brauchen wir noch eine Lampe, die sagt, ob die Zahl negativ ist oder nicht. Also eine Negativflagge. Flagge, genau. Flagge. Und die hier ist relativ einfach daran zu packen. Und zwar nehmen wir einfach unseren letzten Bit hier, unser S minus 128. Das ist nämlich die einzige negative Zahl, die wir hier haben. Die packen wir da dran. Das heißt, sobald wir irgendeine negative Zahl haben, beispielsweise sagen wir mal minus 2, also 0 minus 2 steht da jetzt. Und die oberste Zahl ist natürlich aktiv. Heißt, wir kriegen hier unser Negativ raus. Und jetzt müssen wir unser Summe out noch verkabeln. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal kurz alleine. Ihr müsst ja nicht unbedingt dabei sein, wie ich AND Gates da reinfüge. So, da haben wir unsere ALU und zwar haben wir hier jetzt unser SO einmal drangepackt und ihr seht, das führt zu einer Reihe an AND Gates und ich nehme hier einfach das unterste mal als Beispiel. Also wir haben hier ein AND Gate, das führt einmal zum SO und zum Output vom einer Bit-Adder quasi. Und nur eben, wenn beide an sind, dann soll die S1-Lampe quasi leuchten. Und genauso ist es mit allen anderen. Das heißt, nur wenn wir sagen, dass es ausgegeben werden soll, dann wird es auch ausgegeben. Wir können es auch mal ausprobieren. Nehmen wir mal eine andere Zahl. Also hier haben wir 7 und hier haben wir 6. Und ihr seht, das wird berechnet. Hier stehen schon Sachen, aber man kann es nicht sehen, weil es nicht ausgegeben wird. Und sobald wir SO sagen, dann wird die Zahl angezeigt und das ist tatsächlich 13. Haha. Wir könnten jetzt natürlich auch noch subtrahieren. Das heißt, wir haben 7 minus 6 und da kommt 1 raus und den Carry, für den interessieren wir uns eigentlich nicht mehr.
Heißt, wir haben jetzt eine voll funktionsfähige ALU und ja, das werden wir jetzt einfach in einen kleinen Mikrochip machen und dann haben wir im Grunde ein ganzes Modul schon fertig und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Meine Quellen noch, hier unten einmal YouTube, also die 8-Bit-Playlist, das Video, was ihr gerade seht, ist da auch drin. Dann einmal die Einer-Komplement-Darstellung und ein englisches YouTube-Video mit Negative Numbers Theory. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.